Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zu diesem Let's Play von The Long Dark. Ich hatte ja versprochen, dass wir heute Bunkerpositionen abklappern. Kudos und Credits Wildberry für ihre Karten. Aber Hank muss erstmal schlafen. Ich hatte das eigentlich schon gemacht haben wollen, habe ich aber nicht. So. Ach ja, wir sind ja gar nicht so hungrig, weil wir ja diesen Wolf gegessen haben. Das war gut von uns. So, es ist noch ein bisschen hell. Kann ich noch was lesen? Wo sind meine Bücher? Hatte ich alle Bücher schon ausgelesen oder habe ich die jetzt verbummelt? Die sind ja bei. Ja, natürlich sind die bei Werkzeug oder hier beim Material, aber sie sind jetzt bei beidem nicht. Sondern nur noch bei Feuermachtzeug. Dann haben wir die wohl doch schon alle gelesen. Okay. Dann warten wir jetzt mal. Damit der Hank dann auch durchschläft. Hat ja solche Schlafstörungen dann, wenn er nicht mehr müde ist. So, jetzt ist er aber auch I'm müde. so tired, I could just lay down right here. Ja, das machen wir jetzt auch. Lay down right here. Das war jetzt auch der Plan. Mal schauen. Ja, also ich habe mir die Bunkerposition mal angesehen und da wir hier in so einem Trailer sind, wäre die nächste gar nicht so weit entfernt. Warum ist denn das jetzt schon noch so dunkel hier? Finde ich nicht in Ordnung. Ach, wir haben kaum noch Wasser. Haben wir Feuerholz mit? Ein bisschen. Dann würde ich jetzt mal einmal, wenn ich Licht finde, wo ist unsere Laterne? Versuchen, den Weg nach draußen zu finden. Denn nicht weit von hier ist ja schon wieder Hunger. Hat gestern einen ganzen Wolf gegessen und ist schon wieder hungrig. Ich weiß wirklich nicht, ob das so normal ist. Nicht, dass der einen Bandwurm hat oder so. Das wäre ganz schön unfair. Huch, kennen wir dich schon? Ja, dich kennen wir schon. Okay. So. Wieso haben wir keinen Zunder? Na, toll. Gut, also jetzt hier draußen in der Kälte stehen und Zeitungen zerreißen möchte ich eigentlich nicht. Ich hoffe, wir haben noch Zeitungen. Ich habe die immer so zurückgelassen, so nach dem Motto, brauche ich nicht. Ich glaube, daraus können wir Zunder machen, ne? Ja. Okay, Gott sei Dank. Gut, dass wir Stöcke dabei haben. Ah ja. So. Draußen ist lustigerweise jetzt heller als im Wohnwagen. Und ich hoffe wirklich, der Sturm lässt nach, bevor wir losmarschieren wollen. So. Was pinkt denn hier immer? Handy ist doch aus. Moment. Brauchen wir den Brandbeschleuniger? Nö, scheinbar nicht. Super. So, wenn der hier Feuer macht. Warum machst du Geräusche? Ich muss mal eben mein iPad tonlos schalten. Hier habe ich die Karte drauf, deshalb ist das an. Sonst hätte ich es ja gar nicht hier. Töne aus. Das war leicht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Tada, sehr gut. Zedernholz. So, das sollte ja reichen. Wir wollen ja jetzt nicht ewig viel Wasser abkochen, dann müssen wir auch alles schleppen. Aber so einen zusätzlichen Liter hätte ich schon gern. So, Wasser kochen, Wasser. Und wenn das dann noch reicht, schmelzen wir nochmal so 500 und machen dann daraus Kaffee. Denn Kaffee ist gut. Vor allen Dingen ist heißer Kaffee, glaube ich, bei dem Wetter ganz angebracht. Oh mein Gott, wir haben so keine Zeit mehr, weil wir nämlich sowas von am Verhungern sind. Und wir haben ja, hatte ich jetzt im Camp Office überhaupt noch was zurückgelassen oder habe ich das alles mitgenommen? Also ich glaube, wir sind wirklich extrem low on food, muss ich mal sagen.
Und der Sturm wird nicht besser. Aber solange unsere Sicht nicht behindert ist, würde ich sagen, wir laufen trotzdem los und versuchen, diese Bunkerposition zu finden. Looks like a new day is dawning. Ja, das hast du sehr schön bemerkt. So. Ja, und pünktlich dazu hört auch der Sturm auf. Das finde ich nett. Wir trinken aber trotzdem eine heiße Tasse Kaffee. Gibt ein paar Kalorien und vor allen Dingen wird dem Guten nicht so schnell kalt. Seltsame Geräusche, wahrscheinlich nur in meinem Kopf. Das ist nicht bedenklich. So. Also wir müssen, wenn ich die Karte richtig interpretiere, einfach nur hier aus diesem Lodging-Bereich raus und dann einmal über die Schienen, dann ist da wohl ein Wolf. Wo geht der hin? Geh Hasen jagen, okay? Nicht mich. Sonst bin ich gezwungen, dich zu essen. Gut, wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass alle Wölfe solche Weicheier sind wie der vom letzten Mal. Deshalb versuchen wir es weiter mit friedlicher Koexistenz, solange die Wölfe damit einverstanden sind. Denn der beim letzten Mal, der war ja sehr leicht zu besiegen. Ich glaube nicht, dass wir uns darauf verlassen können, dass alle Wölfe so schnell aufgeben. Ja, schon wieder so eine Elchspur. Huch, Entschuldigung. So, ja, einfach über die Schienen. Und dann ist hier angeblich ein Trampelpfad. Ich weiß jetzt nicht, ob dann dieser Berg gemeint ist. Dass wir gehen erstmal da hoch, auf diesen Hügel. Und hoffen, dass hier kein Elch ist. Die Stefanie hat mir übrigens geschrieben, dass nach ihrer Erfahrung mit dem Elch, der ist ja wohl während so einer Challenge begegnet, es gar nicht so verrückt war, dass ich mich die Klippe runtergestürzt habe, um ihm zu entgehen. Nun war jetzt bei mir gar kein Elch. Aber wenn da einer gewesen wäre, sagt sie, wäre das gar nicht so verrückt gewesen, ihm auszuweichen, indem man sich den Berg runterstürzt. So. Vielleicht ist das ein Fußweg? Hm. Ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich die Karte mal wieder falsch. Meine Kartenlesefähigkeiten sind nicht die allerbesten. Das muss ich ja leider zugeben. Okay, das war kein winselnder Wolf, das war irgendwie ein komischer Vogel. So. Ja, dann jetzt die Frage, ist das... Da geht's hoch, aber das ist nicht wirklich ein Weg, oder? Gut, vielleicht bilde ich mir jetzt gerade ein, dass das hochgehen muss sofort. Also auf so einer Karte ja nicht immer so gut zu erkennen, wie hoch eine Steigung wirklich gemeint ist. Wir gucken mal da um die Ecke. Vielleicht haben wir ja Glück. Das Schlimme an dieser Bunkersache ist ja, wenn dann da kein Bunker ist, weißt du nicht, ob du jetzt einfach nur den falschen Weg gegangen bist oder ob da tatsächlich einfach kein Bunker ist. Ich hoffe auch tatsächlich, es gibt immer noch jeweils einen Bunker bei Mystery Lake. Das wäre jetzt natürlich die Show in Tüten, wenn wir uns hier die Füße wundlaufen auf der Suche nach einem Bunker. Und es gibt hier gar keinen. Das wäre nicht so gut. So. Auf der Karte sah es mehr aus wie eine Sackgasse, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also bin ich wohl hier nicht wirklich richtig. Das ist alles nur Gestein. So, jetzt da lang zu gehen, das wäre zu weit weg von den Merkpunkten. Ich finde es übrigens sehr verdächtig, dass hier überhaupt gar keine Wölfe sind, die mich belästigen. Planen wahrscheinlich was Größeres. So, ja, sorry, ich gucke nochmal auf die Karte. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Vielleicht hätte ich mir die doch ausdrucken sollen. Aber kann ich jetzt nichts dran ändern? Nee, das ist schon... Einmal über die Schienen und dann quasi
Sofort nach oben. Aber sofort nach oben ging nicht, weil da ein Felsen war. Ich konnte nicht sofort nach oben gehen. Und jetzt kann ich nicht sofort... Oh nee, das ist auch für mich jetzt etwas zu steil. Wir müssen ihm ja nicht mit Absicht wehtun. Wenn wir ihm mal aus Versehen so ein bisschen wehtun, soll er sich bitte nicht so anstellen. Das sieht schon aus wie ein Fußweg hier. Aber das ist eigentlich zu weit weg von diesem Ausgang da. Wir versuchen nochmal eine andere Stelle. Wenn es da nichts gibt, dann ist der Bunker, der hier vorhanden sein könnte, wohl nicht vorhanden. Geht's zwischen diesen Felsen? Nein, da ist sofort Ende. Okay. So. Moment, das ist jetzt wieder der gleiche. Nee, das ist nicht der gleiche Weg, den ich gerade gegangen bin. Das sieht schon fußwegiger aus, oder? Ah, ich habe wieder vergessen. Ha, das Touchpad auszuschalten. Danke nochmal für den Tipp. Das ist wirklich schön. Das hängt da nicht immer an, fängt hier irgendwelche Fackeln anzuzünden oder irgendwelche Schüsse abgibt. Oh, hier komme ich nicht durch. Komme ich auf dieser Seite um den Baum rum? Nö. Also scheinbar soll ich hier nicht hoch. Dann gibt es hier wahrscheinlich auch keinen Bunker. Entschuldigung. Denn das wäre ja schon gemein, ne? Den Bunker an einer Stelle zu verstecken, zu der ich nicht hinkomme. Das fände ich fies. Okay, hier gibt es wohl keinen Bunker. Dann wäre das nächste wohl in der Nähe vom Camp Office die nächste mögliche Bunkerposition. Also was heißt in der Nähe? Auf jeden Fall ist das Camp Office ein guter Punkt, um zu starten. Einmal über die Schienen und dann um die Kurve. Entschuldigung. Und da waren wir aber, glaube ich, schon. Auf dem Mystery Lake ist ja auch so ein Hügel, so ein schneebedeckter. Aber ich meine, das wusste ich auch und ich glaube, da bin ich hochgeklettert. Tja, wir können eigentlich nur hoffen, dass es nicht die allerletzte Bunkerposition, die ich ausprobieren möchte, ist. Da ist ein Wolf. Ich hoffe, der fühlt sich jetzt nicht provoziert von Hanks Magenknochen. Frage ist, ob wir uns mit ihm anlegen und ihn dann essen. Oh Mist, das sind zwei. Das ist nicht gut. Mit zwei möchte ich mich nicht anlegen. Denn die kommen direkt hintereinander und lassen sich in der Regel auch nicht davon beeindrucken, dass du einen von ihnen umgeboxt hast. Komme ich hier hoch? Ich müsste schon zum Camp Office. Ich halte mich dann einfach mal hier oben. In der Hoffnung, dass die mich nicht bemerken. Beziehungsweise wenn sie mich doch bemerken... Oh mein Gott, das sind drei. Vier? Nee, das ist ein Stein. Okay. Aber ich fürchte, wir kommen hier gar nicht lang. Ich hoffe, im Zweifelsfall sind sie beeindruckt von der Fackel. Ah, Mist. Steiler geht's jetzt auch nicht, ne? Ach, shit. Shit, shit, shit. Ja, Entschuldigung. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal zurück. Kreismenü. Medizin, Schmerzmittel. Keine? Was? Wieso war die Behandlung wirkungslos? Geht's noch? Ich dachte, ich habe eine Prellung. Okay. Wir haben uns scheinbar nichts getan. Gut für uns. Ich fürchte, wir müssen an denen vorbei. Okay. Die Fackel ist ihm egal. Warum ist dir die Fackel so egal?
Der läuft da mitten durch. Wisst ihr noch, als die Dinger den Wölfen mal Angst gemacht haben? Oh-oh. Ich sehe etwas schwarz für Hank. Wo sind die anderen Viecher hin? Ich würde ja sagen, ich leide durchaus. Aber offenbar muss ich mir keinen Verband anlegen. Wo läuft er denn jetzt hin? Holt er jetzt seinen großen Bruder? Ich hoffe nicht. Ist das sein großer Bruder? Okay. Der ist wenigstens ein bisschen beeindruckt. Der ist ja jetzt völlig aufgedreht. Okay, ist mir recht, solange er mich in Ruhe lässt. Wo ist der? Ach da. Okay. Lasst mich in Ruhe. Mist, da liegt der tote Wolf. Aber ich kann ihn jetzt nicht ausnehmen. Jetzt gähnst du? Wirklich? In so einer Situation gähnst du? Wir sind sowas von tot, Leute. Wir sind sowas von tot. Wenn der uns erwischt, dann war es das mit Hank. Armer Hank. Tja. Das rettende Heim ist recht nahe. Ich weiß nicht, wie sehr der uns auf den Felsen ist. Auf den Felsen. Cold is making my head feel thick. Ja, ja, ja. Schon klar. Ach, Gottchen. Okay, aber so oder so sieht es recht schlecht aus für Hank. Denn... I need anything right about now. Das ist nämlich das Problem. Er würde jetzt gerne was essen, geht aber nicht. Denn wir haben nichts. Okay, ein bisschen Beef Jerky noch. Und wir können ja jetzt erstmal auch nicht da raus und wir müssen uns ja erstmal erholen. Was wiederum bedeutet, dass wir eigentlich jetzt so eine Nacht hier schlafen sollten, bevor wir uns auf die Suche nach der nächsten Bunkerposition machen. Aber ich glaube, so lange können wir nicht warten. Wir gucken mal. Ich schaue mir noch mal an, wo dann die nächste Bunkerposition wäre. Wo ist das Camp Office da? Ja, eigentlich nur einmal über die Schienen von hier aus und dann nach links. Ich hoffe, die Wölfe haben sich jetzt verkrümelt. Zumindest der eine, der keine Angst vor uns oder unserer Fackel hatte. Haben wir noch eine Fackel? Ja. Gut, gut. Eventuell liegen hier im Camp Office auch noch irgendwo Fackeln. Wir haben ja noch eine. Ja. Lasst mich bloß in Ruhe. Und passt mal auf, jetzt finden wir den Bunker. Und da ist da auch nichts zu essen drin. Sondern, okay, ein Gewehr wäre natürlich nicht schlecht. Damit könnten wir uns was zu essen besorgen. Aber besser wäre jetzt erstmal Nahrung. Am allerbesten wäre natürlich Nahrung und Gewehr. So, ich schätze mal hier hoch. Es sei denn, ich komme hier wieder nicht hoch. Ich könnte mal einen Kaffee trinken. Ja, obwohl, jetzt geht's eigentlich mit der Müdigkeit. Da sind wir den... Nee, das war schon der richtige Weg, denke ich. Wie gesagt, Problem ist, wir wissen nie...
Ist der Bunker hier einfach nicht oder sind wir einfach nur falsch gelaufen? Beziehungsweise ich, ihr könnt ja nichts dafür. Wenn ich in die falsche Richtung renne. So, also hier sehe ich schon mal jetzt erstmal nichts, was nach Bunker aussieht. Da unten waren Rehe. Sehr schön. Die hätte ich ja gerne erschossen. Moment, sind wir jetzt wieder auf der... Hä? Jetzt sind wir ja wieder da, wo wir gerade waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Also wenn hier ein Bunker ist an der Stelle, die ich jetzt gerade versuche zu finden, haben wir ihn jetzt, glaube ich, verpasst, weil ich falsch gelaufen bin. Da sind die netten Rehe wieder, die ich nicht erschießen kann. Aber andererseits, wo soll das sonst sein? Ich habe keine Ahnung. Denn es ist schon als Trampelpfad vermerkt und... Oh, ein Häschen. Habe ich einen Stein mit? Tut mir ja sehr leid, Häschen. Aber ich muss was essen. Häschen? Warte. Jetzt bist du zu weit weg. Na, cleverer Hase. Der ahnt, was ich vorhabe, fürchte ich. Ja, das war ziemlich daneben. Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, hier ist der Bunker nicht, auch wenn ich nicht an der Stelle hochgelaufen bin, an der ich hochlaufen wollte. Hier irgendwo auf diesem, in diesem Bereich müsste er ja dann sein. Und ist er nicht, also schade eigentlich. Aber so sieht's aus. So, ja, dann weiß ich allerdings auch nicht, wie viele Positionen es noch gibt, an denen wir nicht schon waren. So furchtbar viele gibt es da ja eigentlich auch nicht, ne? Es gibt einige. So, hier zum Beispiel. Da war ich. Da war ich eventuell nicht. Oh, das ist aber weit. Na toll. Also scheinbar geht noch so ein Trampelpfad. Na doch, da waren wir wohl. Doch, da war ich. Da war ich, da war ich. Ich war da. Ja. Tja, schade eigentlich. Den habe ich gesucht, da war nichts. Also gut, eventuell habe ich einfach Tomaten auf den Augen. Das will ich absolut nicht ausschließen. Aber Fakt ist, ich finde hier keinen Bunker. Das heißt... Wir gehen jetzt am besten hier weg und machen uns auf zum nächsten Bereich. Am ehesten würde ich dann wohl sagen, empfiehlt sich, wie heißt's, Coastal Highway. Denn hier finden wir kein Gewehr und keinen Bunker. Und jetzt wird das Wetter auch noch schlecht. Na gut, das ist insofern nicht so schlimm. Als dass dann wenigstens keine Wölfe unterwegs sind. Und um nach Coastal Highway zu kommen, müssen wir uns ja nur an die Schienen halten. Die ich jetzt dann aber erstmal bitte wiederfinden möchte. Oh Mann. Okay. Das ist jetzt wirklich sehr mieses Wetter. Ja. Wir sind ein bisschen in Schwierigkeiten, aber ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ich wollte gar keinen Bunker. Ich finde Bunker doof. Voll langweilig da. Ja. Camp Office? Da, okay. Mann, ist der Wind laut. Voll unhöflich. So. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, dann packen wir jetzt wohl mal unsere Sachen. Wir können natürlich nicht alles mitnehmen, das ist zu schwer.
Einen Moment mal bitte. Entschuldigung. Ja, Antibiotika auf jeden Fall. Die sind ja auch jetzt nicht so furchtbar schwer. So, was haben wir denn alles? Verbände. Wir nehmen sie erstmal mit. Ja gut, die Barflächenverbände sind jetzt nicht so furchtbar viele, aber Antisept hat man in Coastal Highway eigentlich immer sehr viel gefunden. Na komm, wir nehmen unsere Federn mit. Na, das nicht. Hatten wir hier was gelagert? Nö. Ja, jetzt wird's spannend. Da oben, da ist nämlich eine Schublade voll mit Dingen, die ich nicht wegschmeißen wollte, die ich aber auch nicht rumschleppen wollte. Gut, die Schuhe mitzunehmen, wohl eher nicht. Das hier kann auch mal hier... Wieso habe ich den denn nicht angezogen? Ach ja, der war mir zu schwer, ne? Und er sieht auch echt nicht mehr gut aus. Aber den sollten wir auch nicht zurücklassen. Okay, die haben wir an. Ach, die müssten wir eigentlich reparieren, aber da haben wir jetzt wirklich keine Zeit zu. So, ja, eine Axt lasse ich auf keinen Fall zurück. In der Hoffnung, dass wir irgendwann nochmal ein Gewehr finden, nehme ich auch mal das Gewehrputzzeug mit. Das muss leider hier bleiben, das können wir nicht tragen. Das leichtere Lampenöl nehmen wir mal mit. Too much stuff to carry. Jetzt stell dich mal nicht so an. So, wie sieht's mit unserem anderen Schlafsack aus? Wo ist unser anderer Schlafsack? Schlafsack? Bin ich die ganze Zeit ohne Schlafsack rumgelaufen? Nein, da. Okay, der hat definitiv den besseren Zustand, aber der ist ein Potpourri an Stoff. Und man weiß ja nie. Okay, 32 Kilo, das geht noch. Wasser. Und ich fürchte, das fein säuberlich gesammelte Holz müssen wir zurücklassen. Aber eine Zeitung nehmen wir noch mal mit, von wegen Zunder. Ja. Dann essen wir jetzt mal unsere letzten Rohrkolbenstängel und machen uns dann auf unseren Weg nach Coastal Highway. Wir waren noch nicht am zerstörten Aussichtsturm, ne? Frage ist, ob wir das riskieren. Ich weiß nicht. Also bei dem Wetter können wir das eh nicht machen. Allerdings, wenn wir einmal in Coastal Highway sind, nochmal zurückzulaufen zum zerstörten Aussichtsturm, das wäre echt blöd. Und ja. Vor allen Dingen, wenn dann da oben auch kein Gewehr ist. Nein, ich lasse den Aussichtsturm sein und gehe nach Coastal Highway. Vielleicht führt uns ja irgendwann unser Weg nochmal dahin. Ja, ich weiß, dass du müde bist. Also, ja, wir bleiben wohl doch noch eine Minute. Also vielleicht führt unser Weg uns ja irgendwann dahin. Und dann könnten wir ja theoretisch auf dem Weg, wenn wir zum Beispiel ins Marschland gehen oder so. Nicht, dass ich gerne ins Marschland gehe. Na gut, das nehmen wir vielleicht mal mit. Darm kriegen wir auch woanders. Der Parker. Wie viel brauche ich denn, um den zu reparieren? 2 Stück. Okay, die werde ich wohl noch haben. Oh mein Gott, wir werden sowas von verhungern hier. So, 62, 1,8. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als die Jacken, die wir tragen. Na komm, was soll's. Ziehen wir ihn halt an. Ist zwar viel schwerer als die andere Jacke, aber... Und schränkt uns viel mehr ein. Aber so wie das Wetter im Moment drauf ist, ist warm wichtiger als schnell. So. Ich weiß es nicht. Den Schal nehmen wir nochmal mit, der ist nicht so schwer. Was ist sonst noch so hier drin? Hier ist nur Kleidung drin, okay. Die bleibt dann wohl auch da drin. Hier ist auch Kleidung drin.
Naja, gut. Der ist auch nur annähernd getrocknet, nicht wirklich getrocknet. Den Pelz nehmen wir mal mit. Und dann müssen wir wohl doch noch die Nacht hier verbringen. Und ich habe keine Ahnung, wie gut uns das bekommen wird. Aber im Dunkeln laufe ich nicht da draußen rum. Auf gar keinen Fall. So. Wieder ein bisschen warten. Oh mein Gott, wie die Essensleiste runtergeht. Nicht gut. Ja. Ja, das ist... Ja, das machen wir ja gleich auch. Aber jetzt musst du erstmal deine letzten Kalorienvorräte zu dir nehmen. Oh mein Gott, wir werden so sterben. So, wenn dann morgen früh... Habe ich nicht? Okay, gut. Also im Spiel morgen früh. Das Wetter ganz gut ist, dann werden wir nicht an den Schienen lang gehen, sondern über den Mystery Lake zum Damm. Dann können wir noch so ein paar von diesen Dingern einsammeln. Ihr wisst schon. Aber das Wetter sieht nicht so aus. Die Rohrkolben-Dinger. Die geben wenigstens ein bisschen Kalorien. Nicht müde genug. Okay. Dann stiefel ich wohl schon mal los. Wo ist die? Da ist meine Laterne. Ja. Gut, dass wir uns nicht so sehr an Hank gewöhnt haben. Ja. Nein, keine Rohrkolbenstängel für uns, denn wir müssen bei den Schienen bleiben. Sonst verlaufe ich mich. Und ich will mich nicht verlaufen. Absolut nicht. So, wir gehen langsam, bis die Leiste wieder voll ist. Dann können wir nämlich einmal durchrennen. Dieses Stop and Go ist etwas nerviger. Ich hoffe, wir kommen wenigstens heil am Damm an. Da ist zwar auch nichts mehr zu essen, aber da können wir uns dann einmal kurz aufwärmen, bevor wir dann weitergehen. Denn Pleasant Valley... Gut, dann da wären wir erst in den Minen und da liegen manchmal Schokoriegel rum. Aber ich glaube, Coastal Highway ist doch besser, wenn man erstmal Vorräte anhäufen will. Da gibt es einfach mehr Häuser. Also hoffe ich, dass Coastal Highway nicht upgedatet wurde und jetzt voll das Höllenloch ist. Ich möchte nicht in einem Höllenloch leben. Jetzt müssen wir ganz kurz die Schienen verlassen. Aber die werden wir hoffentlich wiederfinden. Wie gesagt, der Sturm hat den Vorteil... Nein, scheinbar haben uns die Wölfe hier schon mal dran gelassen. Der Sturm hat den Vorteil, dass die wilden Tiere im Gegensatz zu uns clever genug sind, um zu Hause zu bleiben. My fingers feel numb. Ich weiß, mein Freund. Das ist nicht gut. Aber du musst damit leben. So. Ich weiß echt nicht, wie weit es noch ist. Ich verschätze mich da immer. So. Cold. Ich weiß, aber soll ich bei dem Wetter einen Sturm in Dings machen, ein Feuer machen? Ich möchte bitte nicht, dass ihm irgendwelche Körperteile abfrieren. Ich habe gehört, es gibt einen permanenten Malus auf Stamina. Das finde ich nicht lustig. Jetzt renne ich doch wieder immer abwechselnd, ne? Oh Mann. Das ist nicht gut. Armer Hank. Aber das war jetzt nicht nur meine Schuld. Wir sind auch ein Opfer der Umstände. Irgendwie. So, gibt es da schon irgendwas zu sehen? Never been so hungry in my life. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, wir sind erst hier. Ja. Das Ding habe ich völlig vergessen, dass das hier auch noch kommt.
waren das denn jetzt für Geräusche? Egal. Nicht drum kümmern. Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen. Ja, Eisenbahnladeplatz. Dann ist es ja nur noch die halbe Strecke. Ja, tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr hattet euch jetzt nicht zu sehr an Hank gewöhnt. Aber seien wir ehrlich, sie sind doch alle gleich am Ende des Tages. So. Wo sind die Schienen hin? Ah, da. Wollte sagen, das ist doch immer noch die, das sind doch noch die Leitungen. Da müssen doch die Schienen noch irgendwo in der Nähe sein. Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer mit dem Wetter statt besser. Okay. Wir müssen in einen der Wohnwagen huschen. Auch wenn Hank sich darüber beschweren wird, dass er am Verhungern ist. Aber wir müssen noch mal ein Stündchen schlafen, um dieses Erfrierungsrisiko loszuwerden. Dann sind zwar wieder Wölfe unterwegs, wenn das Wetter besser wird, aber trotzdem wäre es mir lieber. Denn offensichtlich möchte Hank... Ach, ich bin schon wieder in den gegangen, der keine Betten hat. Vergesse ich jedes Mal, dass einer von denen ja gar keine Betten hat. Und die Betten sind, glaube ich, etwas besser für die Erholung. Ja, ja, wir legen uns ja jetzt ein bisschen hin. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Habe ich nicht, aber das sollten wir ihm nicht sagen. Das ist nicht gut für seine Psyche. Wir behaupten einfach, wir haben alles im Griff, dann fühlt Hank sich besser. Ja, Kalorienreserve, ja. Ja. Ne? Sie ist noch ein bisschen höher als das, was wir jetzt bei einer Stunde Schlaf verbrauchen. Zwei Stunden schlafen wäre schon nicht mehr so gut gegangen. So. Wetter ist nicht besser geworden. Und naja. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Oh Mist, wir müssen ja noch durch die Schlucht. Ah, shit. Das überleben wir nicht. Egal. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch irgendwie ein paar Rucksäcke oder so. Ein paar Leichen. Rabenfall-Zuglinie. Ja. So, hier war ich... Feels like an empty pit. Ja, your stomach is an empty pit. Deshalb fühlt sich das wahrscheinlich so an. So. Hier war, glaube ich, irgendwo eine Höhle, ne? Nein. Hätte ja sein können. Also irgendwo in der Schlucht gibt es eine Höhle. Aber erst auf der anderen Seite von diesem Baum. Ich hatte gehofft... Und bei diesem Wetter jetzt Holz hacken und ein Feuer machen. Erstens kriegen wir eh kein Feuer an. Can't feel my hands. Wenn wir nicht in der Höhle sind. Geht's da in den Berg rein? Ja, okay. Achso, nee, das ist gar kein einzelner Stock. Okay, wenigstens hat jemand Feuerholz dagelassen. Goddamn freezing. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn jemand auch was zu essen dagelassen hätte. Aber man kann nicht alles haben. So, 100%ige Chance, das weiß ich zu schätzen. Dann sparen wir uns unseren Brandbeschleuniger. So, dann machen wir... Come on. Wasser, Tee, Kaffee, alles was wir können und stopfen ihn quasi mit Kalorien voll. Erstens wird ihm dann wärmer, wenn wir genug heißen Kaffee trinken. Und zweitens gibt es auch Kalorien. Und dann schafft das hoffentlich. Yay, unser Unterkühlungsrisiko wurde geheilt. Mal wieder, weil wir uns mal wieder eins eingefangen haben. Ja, zum Glück. Kommt alles, was wir haben, da rein. Und
Gut, wir werden noch ein bisschen Wasser brauchen, wenn wir jetzt so viel Kaffee machen wollen. Sollten aber die Feuerzeit im Auge behalten. I need to drop something. Nee. Es wird jetzt hier nichts gedroppt. Wir brauchen das alles. Einen Kaffee könnt ihr ja schon mal trinken, von wegen Kalorien, ne? Eigentlich schon. Einen habe ich nämlich noch im Inventar gesehen. Ne, sogar zwei. Ist jetzt zwar kalter Kaffee, aber bringt auch 200 Kalorien dann insgesamt. Gibt also kaum noch einen Grund zu nörgeln. Naja, vielleicht schon. So. Dann wird jetzt Tee gekocht bis zum Umfallen und natürlich auch ein bisschen Kaffee gegen die Erschöpfung. Wenn wir jetzt die 3 Stunden Feuerzeit ausnutzen, dann haben wir trotzdem noch genug Zeit, um unseren Weg zu finden. Vielleicht wird ja auch das Wetter ein bisschen besser, was dann natürlich wieder die Wölfe auf den Plan rufen wird. Naja, aber damit müssen wir dann auch leben. Ich lebe nicht gern mit Wölfen. Aber die kann man wenigstens bekämpfen. Der Bär ist der Bär. Der bekämpft dann dich. Und macht dich alle. Na gut. Wenn man bei voller Condition ist, macht er einen ja nicht alle. Aber ziemlich alle. Big Moose Cake. Ja. Das ist ein guter Name für Kaffee. So, wie viel Wasser haben wir noch? Genug. Also eigentlich nicht jetzt auf lange Sicht, aber... Gut. Das ist jetzt zwar total blöd, den Tee zu verschwenden, nur um Kalorien zu bekommen, aber eine andere Chance haben wir im Moment leider nicht, an Kalorien zu kommen. Deshalb tue ich das jetzt. Mein Gott, wird der pinkeln. Also, wenn das jetzt eine Real-Life-Situation wäre, würde der nicht besonders weit kommen, weil er an jedem Baum anhalten müsste, um mal einmal sich zu erleichtern. Also, der Tee ist jetzt schon kalt geworden, wo wir hier direkt am Feuer sitzen. Oh Mann. So. Ach, der Kaffee ist noch heiß. Egal. So, ich glaube, das war ganz gut. Er wird weiter meckern, aber es ist zumindest wieder im weißen Bereich. Und sein Magen wird weiter knurren. Dann gibt es jetzt noch mal einmal einen heißen Kaffee oder Tee. Ist jetzt eigentlich... Ja, nehmen wir Kaffee. Nehmen wir Kaffee. Seine Erschöpfungsleiste ist zwar okay, aber trotzdem... Mein Gott, spiele ich schon wieder lange, aber ich will jetzt wenigstens nach Coastal Highway kommen. So. Oh, der Kaffee hat sogar 110 Kalorien. Hat da etwa jemand ein bisschen Zucker reingetan? Wohl eher nicht, wir haben ja keinen Zucker. Ach, ja. Dann, jetzt ist das Wetter auch schon wieder besser, wir könnten ja mal eine Fackel mitnehmen. So, jetzt müssen wir diesen Baum finden, der über die Schlucht führt. Ich weiß nicht mehr so genau, wo der war. Ist, wie gesagt, schon eine Weile her, dass ich in der Schlucht war. Achso, das ist nur ein merkwürdig aussehender Felsen. Okay, der muss uns erstmal keine Angst machen. Dieses Magenknurren macht einen... Ich nehme mal Stöcke mit, falls wir nochmal irgendwo ein Feuer machen müssen. Wo war dieser Baum? Also sich in dieser Schlucht zu verlaufen, wäre echt ein Rekord. Die ist so winzig, der Bereich eigentlich. Aber ich würde es wohl trotzdem hinkriegen. Ah ja, Leiche und Rucksack. Sehr gut. Bitte Schokoriegel... Schokoriegel. Bitte. Keine Schokoriegel für uns. Bitte Schokoriegel. Keine Schokoriegel für uns. Okay. Ich wollte auch gar keine Schokoriegel. Ich habe das nur so gesagt. Ich finde Schokoriegel eigentlich total doof.
Die wiegen kaum was und bringen total viele Kalorien. Das ist total unpraktisch. Ja. So. Frage ist, stochen wir durch oder machen wir doch noch mal so eine Stippvisite in dieser einen Höhle? Denn manchmal finden wir da auch was Feines. Ja, ich glaube, wir machen eine Stippvisite. Ach ja, dahinter ist die, genau. Ach, nur ein Hase. Okay, kein Wolf. Keine Paranoia kriegen, bitte. Ich fürchte, ich habe jetzt keinen Stein mehr. Sonst könnte ich ihn auch bewerfen. Aber sein werde ich, das klappt ja eh nicht. Den könnte ich mir einfach so greifen. Dummer Hase. Hüpft hier direkt vor mir rum. So. Ein Seil. Ne, das nehme ich jetzt sicherlich nicht mit. I wonder if I can drop any of this gear. Da musst du dich nicht fragen. Das kann ich dir beantworten. Das darfst du nicht. So, Hase. Halt. Hier war doch noch mehr Hasen. Das ist einer vielleicht in einer etwas günstigeren Position, um ihn zu bewerfen. Nein. Ich höre ihn hoppeln, was eigentlich erstaunlich ist. Naja. Woher wusste er das? Er hat mich durchschaut. Aber wie? Ich war doch so subtil. Du? Okay, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wir versuchen es jetzt. Egal, ob günstige Wurfsposition oder nicht. Und wenn wir treffen, ist schön. Wenn nicht, gehen wir einfach weg. Nee, der ist zu weit weg. Das muss ich gar nicht versuchen. Na gut, gehen wir. Das heißt, hatte ich jetzt in der Höhle alles... Ich gehe einmal ganz rein, obwohl eigentlich liegt das immer hier am Anfang, wenn es etwas gibt. Was ist das da? Ah, die sind auch... Ach, Kohle. Boah, so ein bisschen Kohle nehme ich mal mit. Ich weiß, da lag noch ein Stück. So, ich würde echt gerne so einen Hasen bewerfen und dann hier grillen. Aber ich fürchte, die Hasen haben schwer was dagegen. Guck mal, der ist doch aber durch den durchgekullert. Ja, unfair. Na, lasst mich in Ruhe, ihr blöden Hasenspielverderber. Komme ich hier rüber? Wohl eher nicht. So. Dann sind wir auch wieder auf unserem Weg. Und weiter geht's. Wir können jetzt sagen, Kaffee hat uns gerettet. Gott sei Dank. Ach so, jetzt kommt noch diese Eisenbahnbrücke, ne? Oh mein Gott, das dauert ja noch ewig. Das habe ich jetzt auch vergessen. Diese Hängepartie. Mal hoffen, dass Hank uns da nicht noch runterfällt. Ich glaube allerdings, mir ist noch nie ein Charakter darunter gefallen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich glaube, das habe ich immer hingekriegt. Noch mehr Steine. Ich will keine Steine. Was ist denn hier los? Das hat sich schon noch mal etwas verändert hier, oder? Was ist das für ein seltsamer Stein? Hm. Doch, es hat sich doch noch mal verändert. Ja, toll. Kurz windgeschützt. Das wird's bringen. Das wird uns retten. Ich hatte echt nicht den Eindruck, dass der Weg jetzt so lang war. Aus der Schlucht raus und dann hier zur Eisenbahnbrücke. Hat sich doch nochmal verändert alles. Okay. Ah, diese Brücke macht mich immer nervös. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt mir zugehört, Hank, sein Herz nicht so sehr an Hank zu hängen. Herz an Hank hängen. Ja, okay. Oh mein Gott.
Ja, knarz. Wehe, das stürzt jetzt zusammen, weil wir zu bepackt sind. Das wäre unfair. So. Jetzt kommt die gruselige Stelle. Wir gehen in die Hocke und sind sehr, sehr, sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Wir bleiben in der Hocke und sind sehr, sehr vorsichtig. Wir sind sehr, 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 sehr vorsichtig. Wir gehen noch nicht wieder aus der Hocke raus. Genau. So. Das war gruselig. Aber wir haben es geschafft und unsere Rennleiste ist wieder voll. Wir können wieder fitschen. Los geht's. Ja. Und wehe, wir finden jetzt nicht irgendetwas zu essen in diesem Wohnwagen da direkt. Ihr wisst schon, welchen ich meine. Ja. Hallo? Ja. Okay. Falls jetzt wieder so ein Hüpfer in der Facecam war, entschuldigt das bitte. Aber das liegt tatsächlich, glaube ich, daran, wenn hier größere Gebiete eingeladen werden. Ne, wie das Marschland oder auch Coastal Highway. Bei Pleasant Valley will ich es gar nicht wissen. Dann passiert das manchmal. Ich hoffe, jetzt nicht mehr, aber man weiß es nie. Ich versuche dann immer, das so irgendwie zu schnibbeln, dass das nicht so ins Gewicht fällt, aber manchmal klappt das halt nicht. Eigentlich muss ich immer dran denken, beim Gebietswechsel die Klappe zu halten. Dann fällt das gar nicht auf, weil ja dann keins meiner Worte abgeschnibbelt ist. Aber ich vergesse es immer und quassel dann weiter. Nicht immer, aber oft. So. Haltet Ausschau nach Leichen, die Gewehre und Schokoriegel haben könnten. Ich nehme Kohle. Immer nur ein bisschen was. Weil Kohle auch mit der Zeit ganz schön schwer wird. So. Leichen, Gewehre, Schokoriegel. Leiche, Gewehr, Schokoriegel? Nein. Tja, was lagen hier immer Leichen? Ist da eine Leiche? Tatsächlich. Hat sie ein Gewehr? Nein, sie ist einfach nur tot. Hat sie einen Schokoriegel? Also ich finde, die Leichen sind dieser Tage sehr schlecht ausgerüstet. Kein Wunder, dass sie tot sind. So, ich schätze mal, da werden wir wohl auch keine Leiche finden. Und schon gar kein Gewehr. Aber wir gehen trotzdem mal gucken. Der Vollständigkeit halber. Mhm. Gut. Aber das macht nichts. Wir denken positiv. Dieser Trailer wird vollgepackt sein mit Schokoriegeln und anderen Köstlichkeiten. Nicht wahr? Naja, bisher sehe ich ein Buch. Und einen Verband. This stuff will come in handy. Nein, wird es nicht. Okay, ich fühle mich etwas veräppelt. Ah, guck mal da. Ein Energieriegel. Wenigstens etwas. Und Stoff. Nein, also diese Typen, die brauchten offenbar nicht viel zu essen. Und so einmal unter das Bett gucken. Nö. Einmal unter die anderen Betten gucken, falls hier jemand bei seiner Diät geschummelt und seine Vorräte hier versteckt hat. Nein? Okay. Dann eben nicht. Ja gut. Aber ich sag mal, die Sache mit dem Kaffee und dem Tee, das war jetzt, glaube ich, ganz gut. Jetzt schaffen wir es wohl auch noch nach unten zu den Häusern und da wird ja dann wohl mal irgendwas zu essen sein. Und vielleicht sogar irgendwas zum Schießen.
Ja, okay. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Zeit. Passt bitte gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!